Konferenz. Herzlichen Glückwunsch. Was haben Sie richtig gemacht? Das heißt, was ich richtig gemacht habe, wir haben als Branche, glaube ich, über die Jahre viel richtig gemacht, dass wir immer wieder rausgehen, Veranstaltungen organisieren, Spaß daran haben, Leuten Freude zu bereiten. Und ich stehe ja stellvertretend hier für die Dortmunder Schauspieler und Marktkaufleute. Und ich glaube, das ist einfach eine gute Aufgabe, wenn man den Menschen Freude machen darf. Was passiert jetzt in kurzer Zeit, in nächster Zeit? Ja, wir haben ja jetzt schon fast wieder Weihnachtszeit in Dortmund, die nächsten großen Veranstaltungen, der Hansemarkt und die Dortmunder Weihnachtsstadt, aber vorher noch ein paar Volksfeste im Umland, Werne, Simjü, Soße, Allerheiligenkirmes, also es ist noch einiges geboten. Hallo Herr Westphal, was hat denn Herr Ahrens in Dortmund positiv verändert? Herr Ahrens ist einer unserer Vorzeigeaktivitäten, die hier in dieser Stadt den Weihnachtsmarkt uns jedes Jahr bringen, die ganzen Feste der Schausteller, das ist alles Patrick Ahrens. Zur Person ist halt das, was wir brauchen in dieser Stadt. Vertrauen, Verlässlichkeit, verantwortungsbewusst. Er steht wie kein Zweiter für alles das, was wir für diese Stadt brauchen, nämlich eigentlich für die Menschen da sein. Genau das machen Schausteller und das lieben die Menschen auch so. Warum, Herr Ahrens, warum haben Sie sich für ihn entschieden? Ja, es war natürlich eine gemeinsame Wahl des City Rings, aber Patrick ist halt im Moment die Vorzeigefigur, die auch in der Corona-Krise super Engagement gezeigt hat. Er hat ja alles aufgelistet, was er getan hat und ist auch wirklich super. Ein sehr verdienter Preisträger. Viel Kritik gerade. Fassen Sie kurz zusammen, was sich in Dortmund verändern muss aus Ihrer Perspektive. Ja, Dortmund hat viel Potenzial nach oben, aber wie schon gesagt, müssen ein paar Sachen noch geändert werden. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit der Stadt. Geht natürlich um die Baustellensituation, aber auch um die Drogenkranken. Es gibt vielfältige Sachen, aber ich bin mir sicher, dass es mit der Stadt auch klappt.